Okay, hallo Leute, willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Jetzt nach einer kleinen zweiminütigen Pause. Ja, oh mein Gott, eine zweiminütige Pause. Wie schlimm. Ja. Nee, Stufe 10. Welche dunklen Geheimnisse soll ich mit euch teilen? Hinfort. So. Prügeln haben wir erhöht. So, gehen wir nach draußen noch. Dann gehen wir ans Postfach. Wir sind auf der gleichen Stufe wie der. Sind aber nicht vom Rang her Ausbilder, sondern halt nur irgend so ein normaler Lappen. Der hat dann halt mehr als das doppelte Leben von dem, was wir haben. Hinfort. Voll böse, ey. Warum sind hier alle so böse? Also ich finde Lord Sesh persönlich nicht so cool wie Darth Barras. Ja, Darth Barras ist der Sith-Kriegermeister. Mir gestern den Fingernagel blutig gemacht durch irgendwas, keine Ahnung. Nervt jetzt ziemlich. Ein guter Rat. Betretet die Gräber nicht alleine. Reist in Gruppen. Nehmt jede Menge Waffen mit. Wir sind angewiesen, die Prüfungen alleine abzunehmen. Ihr habt sie ja auch überlebt. Sie können nicht so schlimm sein. Ihr wart noch nicht dort. In diesen Gräbern lauern schreckliche... Oh, die ist aber böse auf uns. Mutanten. Man sagt auch, dass der Irre im Grab von Ajunta Paul einen umbringt, bevor der Rest es tut. Ich hoffe, sie mal jetzt nicht im Video. Toll. Ich Skype Nachrichten, dass mein Onkel online kommt, interessiert mich auch voll. So. Pushe ich mich mal damit. Und oh. Hört nicht auf diesen Feigling. Wir sind schließlich hier, um uns zu beweisen, oder? So. Jetzt muss ich erstmal ganzen Fähigkeiten irgendwie sortieren. So. Die ganzen nicht so wichtigen Sachen kommen einfach auf die zweite Seite geklatscht, so. Yay, endlich haben wir Sprinten. Oh, hier, wir haben nochmal vier... Ja, hier. Nee, die Quest mache ich jetzt nicht. Ich rasse jetzt durch. Ich rasse jetzt durch. Ich will in diesem Part noch runter von dieser öden Staubkugel, ey. Wir sehen da Glüthies. Die sind wir geschnitten umgangen. Auch wenn man sich hier jede Menge dunkle Seitepunkte verdienen könnte. Nein, tun wir nicht. Das sind aber viele. So, schleuch mal die Hälfte weg. So, wir haben. Ja. Das waren jetzt aber viele, die wieder geklatscht haben, ohne es zu meinen. Ach, Sif Akademie ist der nächste. So, dann gehen wir mal zum netten Medidroiden. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. So. Temperatur. Was müssen wir? Die Handschuhe müssen. Gewand, kann ich auch mal reparieren, so. Da werden wir so schnell keine neuen bekommen, die will ich jetzt auch reparieren. Der Technikermantel ist sogar besser. Leben Sie wohl. Benötigen Sie medizinische Hilfe? Leben Sie wohl. Auch weghauen. Euer Geld ist uns immer willkommen. Stellvertreter des Leuchts des Florett des Schülers. Es erhöht die Machtkraft. Das erhöht die Macht. Das hat die Windskraft nur um 5. Okay, wir holen uns das hier. Beehrt uns bald wieder.
Ja, das unsere Machtkraft erhöht. Und für seht die, ihr etwas, die uns das Machtkraft euch zusagt? Ja wichtig. Beehrt uns bald wieder. Jetzt sollten nämlich die Fähigkeiten nicht nur die Fähigkeiten stärker sein, sondern. Ja, guck. Das hier ist stärker. Das hier ist ein Stück stärker. Das ist nicht stärker. Das ist nichts, auch nicht stärker. Auch nicht stärker. Auch nicht stärker. Ich nehme die ganzen Quests jetzt nicht an. Nieder mit dem Nagasados Grab ist eine Todesfalle. Sag den Aufsehern. Nagasados Grab. So. Wisst ihr was? Der EP zuliebe, sterben die jetzt auch. Dann hätten wir die auch schön besiegt. Ha, jetzt ist es so ungewohnt, mit einer guten Steuerung zu spielen. Da unten ist jeder auf sich allein gestellt. Wir haben es noch knapp rausgeschafft. Chorus nicht mal das. Chorus war schwach. Wenn mir noch ein Akolyt in die Quere kommt, kriegt er, was er verdient. Gut, gut. Aber wartet, bis das Medipack wirkt. In Ordnung? So. So, hier ist irgendwo jetzt eine Quest. Ach, da ist er. Das dauert mir immer noch ziemlich lange. Also Flaschen der Idioten. So. Wie ich mal durchrenne, ey. So, Zeichen der Kraft. Natürlich. Zeichen der Kraft darf nicht fehlen. So, und bam. Das brauche ich. So, jetzt muss ich aber noch weiter durchrennen. Ja, ich weiß, das ist leider so bei den Abschlussmissionen. Die sind nicht so spannend. Da muss man einfach nur durch Nagasados Grab rennen, rivalisierende Akolyten umklatschen und andere möglichen Arten von Akolyten muss man hier umklatschen. Bei irgendeinem Zeug sammeln. Und danach kommt irgendein richtig Assi-Boss-Battle. So. Wo man dann bevor diesem Boss-Battle oder nach diesem Boss-Battle endlich Gefährten bekommt, sich voll happy fühlt. Aber vorher muss man noch seinen Rivalen ausschlagen. Warum? Du bist ein Akolyt. Warum arbeitest du mit einer Pistole? Du bringst Schande. Ich kämpfe. Ja. Ich muss nicht kämpfen. Erledigt. Dann geht's hier runter. Okay. Alter Druidenhüter. So,
Leute, für einen kleinen Cut. Hab die falsche Taste zur Aufnahme gedrückt. Und jetzt habe ich auch. Das Bandicam ist abgestürzt, dann habe ich außerdem die falsche Taste zur Aufnahme gedrückt. Deswegen fehlt jetzt ein kleiner Teil. So. Akolytenanlage und. Bam! So. Ey, treff sie mal, bitte. So. Guck mal, diese ganzen Vermächtnis-EP haben wir gesammelt. Oh, den Stab nehmen wir. Abgeschlossen, hol den Stab der Rasserei. Toll. Den Druiden gehe ich mal aus dem Weg. Verstoßung der Verstoßenen. Geil. Was? Wir haben komplett Heldenmissionen hier. Ah, okay. Ach, sieh mal einer an. Das kann man sich auch da unten einblenden. Das habe ich bis heute nicht gewusst. Und ich spiele schon sehr, sehr lange. Seitdem es Free-to-Play ist, spiele ich das Spiel. Ja, das ist sehr lange. Damit hätte ich vermutlich meinen 1K-Charakter behalten, okay. Ja, der inzwischen, keine Ahnung. Fast Level 40. Aber habe ich nicht getan. Ganz einfach, weil... Baum! Ist halt so. Waren irgendwann die Charakter doof. Und dann habe ich sie gelöscht. So. So. Meine Nachtblitze sind stärker als deine Ping. So, du stirbst Akku-Lüten. So, bin ich gestresst, ey. So. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, ich beende den Part hier. Dann sehen wir uns wieder, wenn wir beim nächsten Mal eine Karte der Zukunft beenden.